Mach mal einen Livestream an. Nee, lässt mich, aber ich nehm's auf jeden Fall auf. Ich heb mir die Dreamhack-Kiste fürs Ende auf, ne? Ich fange erstmal Du, wo diese. der größte Scheiß drin ist, hebst du Richtig, den hier fürs Schlüssel. Ende auf. Vielleicht mach ich die auch gleich schon. Ich nehm erstmal so ein Operation Breakout-Weapon-Teil. Mal gucken, was wir da so drin haben. Das ist schon mal ganz Cool. geil, Desert Eagle Conspiracy. Marketplace Price. In. Was für eine Quali? Ich glaube ziemlich gut. Glaubst? Factory New. Nice. Das ist schon mal ziemlich geil. Dann mache ich jetzt erstmal hier die Dreamhack-Kiste auf, die ich aus dem Halbfinale bekommen habe, wo eigentlich nur Scheiße drin sein kann, wie du sagst. Schauen wir mal. Außer ihr kriegt hier P2000, aber. Ich hab gehört, Dennis, wenn du ein Messer findest, schenkst du mir das. Na, auf jeden Fall. Gut, alle haben's gehört, Ja, ne? ich Dennis habe muss sich jetzt dran halten. Souvenir Nova mit Navi drauf gestickt und Dreamhack. Okay. Aber wenn ich mal eine Nova spiele, würde ich die, glaube ich, nehmen. So, Operation Phoenix. Habe ich auch noch zwei Stück von, dann mache ich die neuen auf. Ja, UMP 45 Corporal, da habe ich noch nicht genug von. Ist dann die dritte. Völliger Scheiß. Und dann davon noch mal eine auf. Ja, Negev, knapp an der SG Puls vorbei. Dann die Negev habe ich halt auch schon. Okay. So. Dann habe ich jetzt noch sieben Stück von den anderen. Mal gucken, was ich da so rausziehe. Firestarter habe ich ja schon. Mehr Nee. Firestarter. G3, Murky. Ach hey, die ist ja voll graubig. In. Was ist das für ein Zustand überhaupt? Factory New immerhin. Einen vorbei am Stat-Track leider. Mal gucken, ob hier irgendwas Gutes drin ist. Nein, da war die P2000 Fire Elemental, die hätte ich gewollt. MP9 Dart. Ich glaube auch Factory New. Ist auch nichts Tolles. Das ist richtig. Ja, haben wir noch ein paar Chancen. Ich will die Fire Elemental, ey, die sie uns mitgeben. Ja. Mach 7 Firestarter. Habe ich schon. Mehr. Ich glaube sogar genau in derselben Grützqualität. Ne, Factory New diesmal. Also etwas neuer. Ja, komm schon, irgendwas Gutes muss hier noch drin sein. Jawohl. Sword of Highwayman. Werde ich ungefähr niemals benutzen. Aber in Factory New und sieht ziemlich cool aus. Wo ist das Factory New? Battle Scarred. Aber sieht ziemlich gut aus dafür. Drei Stück habe ich noch. Komm schon. Ja, nochmal die G3. Mann, ich will doch nur so eine AK. Die habe ich bisher noch gar nicht gesehen, ey. Ich glaube, die ist da gar nicht drin. Das ist voll der Fake einfach nur. Glaube ich auch. Stat-Track UMP Delusion. Nice. Die sieht sogar ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ja, die sind nicht so schlecht, das Skin. Field tested. So, letzte Chest. Schauen wir mal. Hier ist die Arcadum oder die P2000, ich weiß es. Stat-Track AK Wasteland. Duh. Booyaka. Ist es wert, sowas? Kaufen. Hammer Kommt auf die nice, Quali ey, an, ich weiß aber auf nicht. jeden Fall 40 Euro. Battle Scarred, aber ziemlich nice auf jeden Fall. Hat sich nochmal gelohnt, das große Finale. 40 Euro. Ich glaube schon, Z-Track macht schon Stat-Track ist auf was aus. jeden Fall Ey, die eigentlich. ist sogar viel mehr wert. 92 angeblich. Also, Also für 92 wird sie gehandelt. Das heißt nicht, dass sie auch was, ne? gekauft wird, aber. Habe ich meine Keypreise auf jeden Fall Was? wieder drin, wenn ich die verticken sollte. Nicht, Das falls sie verkauft für überlege den ich mir noch, Preis, ist aber. halt. Sehr schön. Was? Ja, wir ergötzen uns nochmal kurz an dem Moment hier. Wie geil diese Dafür Waffe gehe eigentlich ich nicht aussieht, ey. arbeiten. Ja, wenn Bauernverschwörung. ich schon keine P2000 AK-Skins kriege, sind dann halt, ja. halt die immerhin. Ja, hat sich gelohnt.